Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Meine obligatorische Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live in der Sendung zu unterhalten? Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann wählt. Wählt 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 5051. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Julia. Hallo Julia. Hallo. Du bist 19 Jahre alt. Ja. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass meine Mutter sehr schwer krank ist und das auch schon seit einiger Zeit, also was heißt seit einiger Zeit, seit 6 Monaten. Seit wie vielen Monaten? Seit 6 Monaten. 6 Monaten. Und was hat sie für eine Krankheit? Sie hat Krebs. Ja. Und also es ist halt so gewesen, dass sie eine Wunde am Rücken hatte, mhm, und die sich schon vor 15 Jahren entwickelt hat. Mhm. Und sie hatte so panische Angst, zum Arzt zu gehen, dass sie das nicht gemacht hat und eben das immer schlimmer geworden ist, immer größer geworden ist. Und dass es dann so weit gekommen ist, dass halt kurz nach Weihnachten es so weit war, dass sich dieser Tumor am Rücken eben durchs ganze Gewebe durchgefressen, mhm, hatte und die Wirbelsäule angegriffen hat. Das war eine Wunde, die hatte sie vor 15 Jahren, eine kleine Stelle, die am Anfang wahrscheinlich harmlos war, und genau, weil das so lange verschludert wurde, ist es dann umgekippt in einen bösartigen Tumor. Ja, also es war wohl von Anfang an ein Tumor, mhm, aber sie hat das halt ignoriert oder, ja, hat halt Angst gehabt, ja, und irgendwann war es dann halt sozusagen zu spät. Also, ja. Das heißt also, jetzt hat der Krebs gestreut in den ganzen Körper? Nee, das nicht, aber er hat sich durch die Gewebe durchgefressen auf dem Rücken und, mhm, hat die Wirbelsäule angegriffen und 2 Wirbel zerstört. Oh. Und, mhm, sie ist jetzt sozusagen von einem Tag auf den anderen bettlägerig geworden, mhm, und liegt jetzt seit 5 Monaten oder 6 Monaten auf dem Bauch und kann sich eigentlich nicht mehr wirklich rühren. Sie muss auf dem Bauch immer liegen, immer, ja, auf dem Bauch liegen. Also wir haben es jetzt letzte Woche einmal geschafft, sie auf die Seite zu drehen, aber das war alles. Mhm. Das ist Wie jetzt, alt ist deine Mutter? 46. 46. Und also es ist halt sehr schwer. Wie geht sie denn? War sie vorher eigentlich so gesund und vital? Ja, ja. Ja. Wie, ja, geht sie denn damit um? Mit so, jetzt, ich stelle mir das schon so grauenhaft vor, 6 Monate nur auf dem Bauch liegen zu müssen. Und dann auch noch mit dem Wissen, ich habe eine so schwere Krankheit. Ja, das ist natürlich, ich sag mal, für alle sehr brutal. Also am Anfang wollte sie eigentlich kaum jemanden sehen, da war sie auch im Krankenhaus, da hat sie Strahlen, mhm, und Chemotherapie gekriegt. Mhm. Mit einer Weile hat sich das neutralisiert, jetzt kann sie eigentlich nicht mehr alleine sein, wirklich. Ja. Und also sie kriegt auch Antidepressiva eben, aber es ist schon so, dass es ja doch sehr, sehr auf die Seele schlägt. Ja, uns, ja, allen sehr auf die Seele schlägt. Sie liegt bei euch zu Hause? Ja. Ja. Wie viele Leute seid ihr in der Familie? Mein Vater und ich. Ach ja, eine kleine Familie. Ja. Mhm. Du hast gerade was von Bestrahlung gesagt. Hat man sie auch operiert oder ist es ausschließlich bestrahlt worden? Ja, das ist. Oder Chemotherapie? Ja, das ist bestrahlt worden und eine Chemotherapie zur Unterstützung. Und, mhm, dann war das halt so, dass man eine Nachuntersuchung gemacht hat und da hat man halt festgestellt, dass der Tumor dadurch besiegt worden ist. Mhm. Und dann hat man daraus geschlossen, dass man eine Hauttransplantation machen kann. Hat das auch gemacht vor ein paar Wochen. Das heißt, weil auf der Haut im Rücken alles kaputt ist? Ja. Wie groß ist diese Fläche? Kann ich, weiß ich nicht, 20 mal 30 Zentimeter? So groß? Ja. So groß. Mhm. Und man musste halt sozusagen erst die Wunde schließen, um am Rückgrat operieren zu können. Mhm. Und das hat man dann durch eine Hauttransplantation versucht. Das hat auch teilweise ganz gut geklappt. Allerdings gab es dann kleine Stellen, die nicht abgeheilt sind. Und da hat man dann in der Nachuntersuchung festgestellt, dass alles umsonst war, weil da noch Tumorzellen sind. Mhm. Das heißt, ist sie jetzt operiert worden schon oder noch nicht? Ja, ist sie. Sie ist. Wie ist denn die Prognose im Moment der Ärzte? Ja, also sie wird wahrscheinlich nicht dran sterben, aber es ist halt so, dass, ja, es kann sein, dass wir sie nochmal irgendwie wieder ein bisschen auf die Beine kriegen, mhm, aber die Chance, also dass sie querschnittsgelähmt sein wird und... Achso, aufgrund der angegriffenen Wirbel. Ja, aufgrund, mhm, der angegriffenen Wirbel und des angegriffenen Rückenmarks
ist die Prognose für, also man kann zwar wieder ein bisschen Lebensqualität herstellen, aber ja, nicht viel. Ja. Naja, also Lebensqualität ist ja auch immer so was Relatives, ne? Wahrscheinlich wäre für deine Mutter schon eine ganz große Lebensqualität, schmerzfrei mal auf dem Rücken liegen zu können oder mal zu sitzen im Bett. Ja, also zu sitzen, das wäre schon. Genau. Also auf dem Rücken liegen, da ist sie nicht scharf drauf, aber zu sitzen. Naja, weil es ihr noch wehtut wahrscheinlich. Ja, auch weil sie nicht gern auf dem Rücken liegt. Redet ihr viel über ihre Situation oder wird das im Moment so ein bisschen überschwiegen und man... Manchmal, aber es ist halt auch so, sie ist mit ihrer Situation natürlich irgendwo überfordert und wir sind es auch. Und es ist dann natürlich auch schwer, also wenn sie dann doch an einigen Tagen viel weint, dass man dann irgendwo versucht, stark zu sein oder sowas. Aber bei mir ist auch so, ich habe nebenher noch Abi gemacht. Und jetzt ist auch noch zu allem mein Hund sehr, sehr schwer erkrankt, wo wir nicht wissen, ob er das überlebt. Und da ist es schon so, dass dieses Starksein so sehr zur Belastung geworden ist eigentlich, dass es schwer zu kompensieren. Aber das heißt, dass letztendlich du, dein Vater, ich gehe mir davon aus, dass dein Vater arbeitet, dass du die Hauptpflegekraft bist. Ja, also dadurch, dass mein Vater Lehrer ist, können wir uns das schon ein bisschen teilen. Kommt denn auch noch sonst jemand irgendwie, der ein Pflegedienst? Ja, Pflegedienst. Wie geht das denn, Stichwort Pflege? Deine Mutter liegt so lange auf dem Bauch. Wenn sie zur Toilette muss, wie geht das, wenn man auf dem Bauch liegt? Ja, wir machen das, also mit Pampers und ähnlichem. Es gibt ja sozusagen Bettflaschen und sowas. Ja, das machen mein Vater und ich alles. Das ist für sie wahrscheinlich auch sehr schwierig, ne? Dass sie so hilflos ist und dann in der Weise von der Tochter und von dem Mann gepflegt werden muss. Ja, also mir fällt das genauso schwer. Also ich habe mir niemals träumen lassen, dass ich meine Mutter noch so jung mal so betreuen müsste. Also wir müssen sie auch füttern, weil sie immer nur einen Arm zur Verfügung hat. Natürlich dadurch, dass sie sich auch nur wenig aufschützen kann und ebenso nicht selbstständig essen kann zum Beispiel. Obwohl es im Sitzen halt gehen würde, aber im Liegen eben nicht. Was wäre denn jetzt die nächste Erfolgsstufe? Du sagst, deine Mutter wird wahrscheinlich daran nicht sterben, was ja schon eigentlich eine tolle Sache ist und sehr schön ist. Ja, die nächste Erfolgsstufe wäre eine Operation am Rückgrat, um sie zum Sitzen zu kriegen. Ob dann sie dann noch Gefühle in den Beinen hat oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber sie aus dieser liegenden Position rauszukriegen. Ist sie so jemand, der trotz der Beschwernisse und der Schwierigkeit der Situation, dass so eine Kämpfernatur ist und sagt, okay, ich will auch diese Operation jetzt anpeilen und das schaffen dann? Nee, eigentlich nicht, weil sie davor so sehr Angst hat. Also für sie sind eigentlich alle Ärzte Feinde und war auch mehr oder weniger so, dass sie schon fast gelähmt war. Sie konnte kaum noch ihre Beine bewegen und trotzdem mussten mein Vater und ich sie quasi ins Krankenhaus zerren. Und es ist nur unter großem Theater abgegangen. Verstehe. So, jetzt hast du dein Abitur gemacht, sagst du? Ja, ich hoffe, dass ich es geschafft habe. Wie ist jetzt weiter die Perspektive? Heißt das, dass du die nächste Zeit jetzt erstmal zu Hause bleiben wirst und deine Mutter pflegen wirst? Ja, im Endeffekt mein Traum so oder meine Planung, dass ich eigentlich zum Sommer hin ausgezogen wäre, weil ich dann doch weiter weg studiert hätte. Es ist eigentlich alles geplatzt, weil das praktisch nicht machbar ist hier zu Hause. Und ich wollte eigentlich in Urlaub fahren, weil ich in einem Austausch war vor 2 Jahren und da wollte ich zurück in die Staaten. Das geht jetzt alles nicht mehr und im Endeffekt, ich kann nicht länger als einen Tag von zu Hause weg. Ne? Ja, das heißt also, du hast erstmal dein Studium, hast du nach hinten verschoben? Ja, oder zumindest muss ich die Planung, das, was ich studiere, sehr ändern. Oder? Was wolltest du studieren? Sonderschulpädagogik. Und das geht hier im Umkreis nicht und deswegen hätte ich weiter weg gemusst. Aber für dich ist es gar keine Frage, irgendwie deine Mutter in ein Pflegeheim zu geben? Nein, um Gottes Willen. Auf keinen Fall. Nie. Toll. Das finde ich ganz toll, dass du das so spontan sagst und nie. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, das überhaupt nicht. Ja. Aber es ist halt so, an sich ist eine schwere Belastung. Glaube ich. Also es ist halt. Aber man muss ja, ich finde immer, dass man in allen, wenn man noch so schwer oder schwerst betroffen ist, ich glaube immer, dass das Weise ist, wenn man dann auch noch darin immer noch das Gute sieht oder die Hoffnung sieht. Das Gute ist der Satz, den habe ich jetzt richtig aufgeschnappt von dir. Meine Mutter wird höchstwahrscheinlich daran nicht sterben. Nee. Das heißt, es besteht eine Hoffnung. Und wenn das auch alles sehr mühevoll ist, vielleicht wollen wir es alle gemeinsam sehr hoffen, dass sie vielleicht in einem Jahr im Rollstuhl sitzen kann. Das wäre ja schon ein Fortschritt zu dem, was jetzt ist. Ja.
Aber es ist halt von der Situation her ist es so belastend, dass es so wahnsinnig schwerfällt, auf Gute zu gucken. Und immer, wenn man dann so ein bisschen auch Mut geschöpft hat, kamen immer so herbe Rückschläge, wie jetzt eben, dass da wieder ein neues Tumorgewebe gefunden ist wie jetzt, dass mein Hund so sehr krank ist. Oder also es sind immer so, so Sachen, die dann da wieder so dermaßen auch einen runterziehen, dass man hat gar nicht die Chance, sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufzurappeln. Ich möchte dir trotzdem ein dickes Kompliment machen. Du bist erst 19 Jahre alt. Und hast so ein Verantwortungsgefühl und Bewusstsein für deine Familie, für deine Mutter. Das hätte nicht jede Tochter oder jeder Sohn in dem Alter. Finde ich ganz toll. Ziehe ich den Hut wirklich. Würde ich dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, um dich noch so ein bisschen aufzubauen und zu stabilisieren. Vielleicht hat sie auch noch den einen oder anderen Tipp, wie du dir noch ein bisschen mehr Kraft irgendwo herholen kannst. Ja. Ja, wollen wir es so machen, Julia? Mhm. Dann grüße ganz herzlich deine Mama von mir, von ganzem Herzen. Und ich wünsche wirklich, wirklich alles Gute und gute Besserung. Ja, danke. Du legst auf, wir rufen zurück. Okay, danke. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer hier. Und hier ist Ergün, 35, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Ergün, dein Thema. Mein Thema ist aber vorweg nochmal, wenn ich mir die Geschichte von dem jungen Mädchen anhöre, dann hört sich ja meine Sache doch schon recht harmlos an. So von hier aus auch nochmal alles Gute für die Mutter, sag ich mal. Das ist nett von dir, vielen Dank, sag ich jetzt mal im Namen von Julia. Und zwar, so jetzt bei mir ist halt die Sache so, ich habe irgendwie den Eindruck, weißt du, so, als wenn mein Leben irgendwie auch so noch so ein reiner Trümmerhaufen ist. Warum? Ja, ich weiß nicht, so jetzt, ich bin seit dem 11.06. letzten Jahres arbeitslos. Mhm. Und was hast du gemacht vorher beruflich? Ich war Transporteur gewesen. Und wie gesagt, da war dann so eine Stellenrationalisierung, wo ich dann auch drunter betroffen war. Ja. Ja, und mit der Zeit leidet halt auch das familiäre Leben darunter. Das heißt, du hast deine Familie, bist verheiratet, hast Kinder? Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter. Ja, wie alt sind die? 7 und 4 ist sie. Ja. Sind die Kinder. Mhm. Und das Einzige, was mich eigentlich nur so ein bisschen aufrecht erhält, sind eigentlich meine Kinder. Ja. Das heißt, du bist seit 11.06. arbeitslos und hängst viel zu Hause rum. Richtig. Und bist dann auch viel bei deiner Frau. Wie ist das Verhältnis, wie ist die Stimmung zwischen dir und deiner Frau, wenn du doch eher so unzufrieden bist und vielleicht auch eher ein bisschen missmutig bist? Ja, ziemlich gespannt eigentlich immer. Was heißt also, gespannt? Es gibt dann eine gute Phase, es gibt dann eine schlechte Phase. Ich neige immer dazu, mich wegen jeder Kleinigkeit, sag ich mal, aufzuregen. Ja. Zum Beispiel war gestern eine Sache halt, meine Frau war einkaufen, sie hatte Eis für die Kinder gekauft. Mhm. Die Kinder kamen, oder die kleine Tochter kam aus dem Kindergarten. Kam gerade aus dem Kindergarten und ich habe sie gleich mit Eis in der Hand gesehen. Und da habe ich dann nur noch rot gesehen. Du hast das Kind mit Eis in der Hand gesehen? Richtig. Und was war da schlimm dran? Ja, das Schlimme war für mich daran, dass so für mich ist erstmal die Ernährung ja wichtig, gerade bei kleinen Kindern, sag ich mal. Na gut, aber sie kann dann mal ein Eis essen. Ja, das Kind ist gerade aus dem Kindergarten gekommen, die hat im Kindergarten gefrühstückt, mehr war da nicht gewesen. Okay, da bist du ausgeklinkt, weil du sagst, das soll so nicht sein. Genau, sollte so nicht sein, sollte hast du deine Frau, ihre warme Mahlzeit bekommen. Ja, da hast du deine Frau beschimpft. Richtig. Das heißt, wie oft habt ihr euch in Haaren? Mensch, wie oft haben wir uns in Haare? Immer zu. Bitte? Immer zu. Ja, eigentlich alle 2 Wochen. So. Ich weiß nicht, kommt ziemlich oft vor eigentlich. Und eskaliert das auch schon mal? Nicht so extrem. So gestern war da ein bisschen weiter ausgeartet, sag ich mal. Was heißt das? Ja, da bin ich schon, man kann sagen, fast wie anfällig, ich hätte die Ball zusammengeschlagen, kann man sagen. Oh, das heißt Ball zusammengeschlagen. Hast du ein bisschen geschlagen? Bitte? Hast du ein bisschen geschlagen? Ich habe die geballte Faust habe ich hier gegen die Wangenknochen gedrückt. Gedrückt? Richtig, aber richtig, ja, fest, also, kann man sagen. Mit etwas Schwung auch? Richtig fest angepresst. Ja, was denn? Hast du sie geschlagen oder hast du nicht geschlagen? Ja, ich habe die Faust natürlich nicht mit ihr ins Gesicht geschlagen. Das natürlich nicht, nein. Ja, aber es gab einen kleinen Aufprall. Erklär es mir richtig. Ja, ich habe Du hast dir in ganz langsam die Hand nur dagegen gedrückt. Ja, genau so, wie du es jetzt sagst. Genau. Und muss dann natürlich so stark gewesen sein, der Aufdruck, dass er dann richtig angerötet ist. Aha. Für eine kurze Zeit, zum Glück. Also doch. Hast du deine Frau schon mal geschlagen? Ich habe sie schon mal geschlagen, ja. Ja.
Oft? Einmal. Mhm. Auch so, so, das war, ich habe so fest geschlagen, dass er wirklich dann ein blaues Auge davon getragen hat. Das war das Einzige. Das war auch jetzt in der letzten Zeit, seitdem du arbeitslos bist? Das war letztes Jahr so gewesen, ja. Ja. Mhm. Ist natürlich alles schlimme Sachen, ne? Ja, das sind Sachen, die ich eigentlich auch wirklich gar nicht will. So. Hast du dich entschuldigt, Vince, danach? Ja, selbstverständlich. Mhm. Mhm. Klar. So, das heißt, ihr sitzt da zusammen in der Wohnung, du bist frustriert, du bist missmutig und es schaukeln sich dann immer die Aggressionen auch hoch zwischen dir und deiner Frau. Richtig. Das heißt, wenn du eine Arbeit hättest und eine Aufgabe, wäre alles entspannter und besser. War es auf jeden Fall so, ja. Nun kann man das natürlich beklagen und es ist auch schlimm, dass du keine Arbeit hast. Dennoch darf es nicht in die andere Richtung ausarten. Mit anderer Richtung meine ich, dass jetzt deine Familie darunter leidet auch noch oder gar die Ehe kaputt geht. Nee, das ist ja richtig. Ja? Gebe ich dir ja recht. Ja. Nur die Sache ist ja wirklich die, so du kommst, so ich komme hier aus dem Ruhrgebiet und das ist ja wirklich hier total schlimm, sag ich mal, mit der Arbeitslosigkeit, wie ich ja auch bestimmt wissen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe die letzten zwei Wochen habe ich ein Angebot gehabt. Ja. Das ist wirklich wie so ein Teufelskreis, weißt ja. du? Du kriegst ein Angebot, kannst es nicht annehmen, weil du nicht motorisiert bist. Mhm. Verstehe ich alles. Ich verstehe auch, dass das grauenhaft ist und nervig ist. Dennoch verstehe ich nicht, und das darf nicht sein, dass das dann irgendwie in der Familie ausgelassen wird oder an der Frau ausgelassen wird. Und das musst du dir ja wirklich auch wirklich ins Gehirn reinhämmern. Es geht ja jetzt schon ziemlich beschissen. Ja, das Problem dann ist wird es noch schlimmer sein, wenn du deine Frau verlierst. Klar, das ist richtig. Ja, das Problem ist aber auch noch wirklich dass ich auch, das muss ich mal ehrlich so sagen, dass ich ziemlich aggressiv veranlagt bin eigentlich. Mhm. So, das fängt auch so, wenn ich in der Öffentlichkeit so bin, so in der Stadt oder wo auch immer so. Ja. Es muss dann wirklich nur mal einer so die richtigen Worte finden, um mich dann also, 0 auf 100 zu bringen. Die Nerven liegen blank. Bitte? Die Nerven liegen blank. Ja. Also generell bist du aggressiv veranlagt und jetzt durch die Situation ist es wahrscheinlich alles noch viel, viel schwieriger. Ja. Also ich habe gestern so ein Metallständer genommen, wo die Frauen so mit Blumen beschmücken, weißt du? Mhm. Den habe ich in der Hand gehabt, ich weiß nicht, noch einen kleinen Moment oder so, ey, den hätte ich auf ihr eingeschlagen oder sowas. Auf die Frau? Ja. Mhm. Mhm. So, insofern finde ich es schon mal gut, dass du hier anrufst, immerhin. Ne? Das heißt ja, du nimmst da etwas in dir wahr, vor dem du selbst Angst hast. Ja, das ist es. Ne? Und das du stehst vielleicht kurz davor, etwas zu tun, was du irgendwann sehr, sehr, sehr groß bereuen wirst. Mhm. Deswegen muss irgendwas passieren. Richtig. Irgendwas muss jetzt geschehen. Wir können dir keine Arbeit herzaubern. Nein, das war ja auch jetzt nicht die Erwartung. Ich weiß, ich sag's jetzt nur so. Die Erwartung kann ich vielleicht insofern ein kleines bisschen versuchen zu erfüllen, Erwin, indem ich dir gleich ein Gespräch anbiete mit meiner Mitarbeiterin, mit einer Psychologin. Die versuchen wird, für dich einen Ansprechpartner in deiner Umgebung, da im Ruhrgebiet, wo du wohnst, zu finden. Vielleicht auch gemeinsam mit deiner Frau, damit ihr zumindest so ein bisschen eine Balance in der Ehe wiederfindet. Und du vor allen Dingen in dir selbst auch. Mhm. Ja, soll ja das wäre natürlich am wichtigsten. Ja, das ist das, was ich hier anbieten kann. Es ist nicht so viel, aber vielleicht kann daraus... Ja, vielleicht kann man ja daraus noch was entnehmen, genau. Was mir weiterhelfen genau. kann. So, das heißt, du legst auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute von Herzen, Erwin. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Und Markus, 34, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Markus. Und was geht's bei dir? Ja, eigentlich, wenn ich das so höre, was so andere für Probleme haben, kann wirklich das Problem, sondern eigentlich mehr Lustiges oder was los. Sein sollte eigentlich. Geht um Anke Engelke, Late Night. Ah ja. Und um die allgemeine Comedy-Szene so in Deutschland. Oh. Du bist ein kritischer Gucker von jetzt der neuen Sendung von Anke. Nein, ich bin ja kein Gucker mehr. Ich habe mal angeguckt und habe einfach das Gefühl, die wird in ein Format reingepresst, wo sie reinpasst. Also du fandst Schmidt besser vorher? Ja, ich denke einfach, die kann man nicht vergleichen. Also Schmidt ist eine Klasse für sich. Ja. Und die Lücke kann man einfach Anke Engelke gar nicht füllen. Ja. Was vermisst du da? Was sagst du da? Das kann sie nicht oder das ist sie nicht? Was findest du? Naja, die übernimmt einfach den gleichen Part, wie Harald Schmidt ihn damals gemacht hat. Die Sendung ist gleich aufgebaut. Ja. Der Talk mit den Gästen, der Anfangstalk, alles ist genau gleich.
Bloß das ist einfach nicht das, was Engelke halt nicht kann. Also was kann sie denn? Andere Sachen. Ja, Sketche spielen und einfach vorbereitete Dinge machen. Also die Einspieler sind ganz lustig. Also findest du dieses Stand-up, was man am Anfang, was sie am Anfang macht, findest du nicht so passend für sie? Genau, denke ich ja. Wie findest du sie bei den Talks, wenn sie prominente... Talks sind ganz in Ordnung, aber mir geht es da konkret auch nicht mal so sehr um eine Engelke alleine, sondern so über die ganze Szene. Ich sag mal so, es werden so viele gute Leute verheizt im Fernsehen, weil die einfach Formate übernehmen, die ihnen gar nicht passen. Zum Beispiel? Wenn ich Bernd Stelter live sehe zum Beispiel, ja, ist der auf der Bühne, ob das ein Karneval ist oder sein Programm, ist da einfach genial. Ja. Wenn ich den in so Dingen sehe wie Bernd Sechse, tut dem Mann mir einfach nur leid. Ja. Wo ich denke, hat er das nötig? Aber weißt du, mein Mitleid hält sich da immer sehr in Grenzen. Weil die Kollegen werden ja nicht dazu gezwungen. Ja, die kriegen Angebote und kriegen auch unter Umständen oder in den meisten Fällen wirklich, kriegen das wirklich sehr gut bezahlt. Ja. Und dann müssen sie entscheiden, ob das für sie gut ist, das zu machen, oder ob sie es lieber sein lassen, weil es image-schädigend ist. Das ist dann deren Geschichte. Wen findest du denn in der Comedy-Szene top besetzt? Du sagst, besetzt sind Leute, die sich nicht verbiegen lassen. Harald Schmidt zum Beispiel hat immer sein Ding gemacht. Gut, einfach, der ist ja nun nicht da im Moment. Einfach formattreu einfach. Ja gut, der ist ja nun nicht da im Moment. Wen findest du denn am besten? Dieter Lur zum Beispiel. Ja. Finde ich genial, weil der eben nicht wie andere irgendeine Fernsehsendung übernimmt und dann so omnipräsent ist und einfach permanent da ist und muss permanent was Neues bringen und dadurch wird die Qualität immer schlechter. Und wen im Fernsehen findest du gut? Bitte? Und wen im Fernsehen so von den Comedy-Leuten findest du gut? Ich fand Stefan Raab am Anfang mal ganz gut. Ja. Aber der hat auch deutlich nachgelassen, indem er das jeden Tag macht. Ja. Der hackt einfach nur noch auf Leuten rum und ist einfach niveaulos geworden. Wir wollen mal nicht nur rumjammern und rumnörgeln, jetzt wollen wir auch mal jemanden loben. Wir loben jetzt jemanden. Wer ist richtig, wo du sagst, komm, da steckt schon was hinter. Jeder macht mal einen Fehler, jeder hat auch mal einen schlechten Tag, aber eigentlich ist es schon gut. Im Comedy-Bereich Rüdiger Hoffmann finde ich sehr gut. Rüdiger Hoffmann. Von der Lippe finde ich sehr gut. Ja. Ja, und dann immerhin, haben wir schon. Langsam hängen. Dieter Lur halt eben. Ja. Einfach Knebel, Helge Schneider zum Beispiel, auch genial. Ja. Und der wird auch nie irgendeinen Fernsehkack übernehmen, sondern der macht sein Ding und der macht das seit Jahren und macht das aber auch nicht, eben zu viel einfach. Ne? Ja. Und der hält eben seine schlechte Qualität, hält der einfach, der Mann. Ich höre daraus, aus all dem, dass du eigentlich auch Schmidt wieder haben würdest wollen, gerne, im Fernsehen. Ja, ich denke schon, dass der fehlt so ein bisschen. Ja. Also der war einfach find ich auch, wieder gut. Finde ich auch, vielleicht haben wir ihn ja in einem Jahr wieder. Ja, mal sehen, wie es ihm so bekommt. Vielleicht braucht er es ja allmählich schon, das Fernsehen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wieder auf WDR. vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was seine Pläne sind. Okay, ja, eins. Das waren keine ganz so wichtigen Sachen, aber wollte ich einfach mal loswerden. Ja, ist okay. Finde ich gut. Und nochmal sagen zwar viele großes Lob an dich, an die Sendung. Dankeschön. Wenn du das jetzt sagst, was ich super finde, ist dieses Umswitchen, was du kannst. Also einfach auf Leute eingehen, die vollkommen andere Dinge erzählen. Ja. Betrifft die eine Frau, die eben angerufen hat, tut mir auch mega leid mit der Mutter. Mhm. Und dann sich über im Prinzip belangloses Zeug zu unterhalten mit mir, finde ich schon irgendwie klasse. Ich danke dir sehr. Du bist ein kritischer Typ und wenn du das so lobst, dann ist das schon sehr, sehr nett von dir. Alles Gute, Markus. Alles Gute, ne? Tschüss. Tschüss. Heike ist es gar nicht. Dann haben wir K. Mit wem machen wir weiter? Mit Heike. Ich stotter hier und stammel hier rum. Heike ist es, ne? Ja. Heike, 32 Jahre alt. Richtig. Richtig. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir, Heike? Um was geht's bei mir? Bei mir ist das so, dass ich über Jahre vergewaltigt wurde. Über Jahre? Über Jahre. Wie alt warst du da? Das fing an, da war ich 6 bis zu meinem 12. Lebensjahr. Mhm. Und dann ging das wieder los mit Ende 16, Anfang 17, bis ich 22 war. In dem höheren Alter dann nochmal? Ja. Immer von derselben Person? Ja. Wer war die Person? Mein biologischer Erzeuger. Der Vater? Ja. Den du nicht so nennen magst? Richtig. Hm. Nun hört man das ja traurigerweise so oft und viel zu oft, dass Kinder missbraucht werden sexuell. Ja. Kleinkinder, du warst auch klein, du warst 6 Jahre alt. Richtig. Seltener hört man, dass dann das Kind dann im etwas fast schon Erwachsenenalter nochmal dann, vor allen Dingen dann auch nochmal missbraucht wird und dann über einen Zeitraum von 6 Jahren, wie du es gerade sagtest. Mhm. Wie kam es dazu, dass er, nachdem er dann 4 Jahre von dir abgelassen hatte, dann im Alter von 16 nochmal an dich rangegangen ist?
Ja, das ist ganz einfach. Ich war 12, da haben meine Eltern sich scheiden lassen. Und ich habe den Fehler gemacht, mit 16 wieder zu ihm zu ziehen. Weil ich Probleme auch mit meiner Mutter hatte. Hm. Du hattest das ja alles in Erinnerung, was da passiert war. Ja, er hatte mir auch versprochen, dass er mich nicht mehr anfasst. Achso, das wurde sogar besprochen. Ja, da hatten wir direkt drüber gesprochen, bevor ich zu ihm gezogen bin. Und wie lange hat es gedauert, bis es dann doch getan hat? Das waren knapp 6 Wochen. Hm. Dann hat er dich wieder zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Ja. Und das ging dann 6 Jahre? Das ging nochmal 6 Jahre. Wie oft in der Woche? Das war fast jeden zweiten Abend. Ich habe dann auch immer überlegt, wie kommst du da raus und auch sehr oft an Selbstmord gedacht. Hm. Da warst du 16, dann warst du irgendwann 17 und irgendwann 18. Warum bist du nicht einfach gegangen? Ja, das weiß ich nicht. Hm. Das frage ich mich heute auch. Ich sage das jetzt nicht, missverstehe das nicht. Ich sage es nicht vorwurfsvoll. Hm. Im ersten Moment könnte man denken, ja mein Gott, warum macht ihr das denn mit? Warum geht's denn nicht? Ich kann mir aber vorstellen, wenn man schon als Kind 6 Jahre so etwas hat ertragen müssen, dass man dann irgendwie so verletzt ist, so abhängig vielleicht auch von der Person, so angstbesessen, ich weiß kein anderes Wort, dass man vielleicht sogar im Erwachsenenalter auch keine Kraft hat, von so einem Martyrium loszukommen. Das schafft man auch nicht, vor allem nicht alleine. Wie kam es denn dann, dass du mit 22 dann wegkamst von ihm? Ich hatte vorher eine Therapie gemacht. Also während du noch bei ihm warst? Ja, ja. Habe ich eine Therapie gemacht und danach bin ich eigentlich da ausgezogen. Hast du denn in der Therapie auch darüber gesprochen? In der ersten Therapie konnte ich drüber sprechen, ja. Und das ging dann ja eigentlich, kann man wirklich sagen, ich konnte 10 Jahre gut damit leben. Moment, in der ersten Therapie, wann hast du die erste Therapie gemacht? Die erste habe ich gemacht mit 21. Also, nee, meine Frage war, ob du die Therapie... Ah ja, da warst du ja immer noch bei ihm. Ja. Mhm. Und da habe ich die erste Therapie gemacht. Mhm. Und da hat man mir auch sehr gut geholfen. Dadurch bin ich auch bei ihm weggekommen. Ja. Als du dann weggegangen bist, hat er dann noch irgendwie gedroht oder hat er dich gehen lassen? Gedroht hat er so nicht, aber er hat mich nicht in Ruhe gelassen. Er kam, ständig kam er rüber zu mir. Ich hatte da auch keine Ruhe vor ihm. Mhm. Ständig kam er mich besuchen. Aber die Angst, dann, saß halt immer drin. Aber dann ist nichts mehr passiert? Dann ist nichts mehr passiert, nein. Obwohl er dich besucht hat? Ja. Und er auch wieder dann zudringlich wurde? Er wurde zudringlich, nur habe ich dann nachher auch gesagt, ich will das nicht mehr. Du hast es geschafft? Ja. Mhm. Wahrscheinlich auch etwas stabilisiert durch die Therapie? Richtig. Mhm. Hat er dir in all diesen vielen Jahren, hat er dir da gedroht, hier, wenn du was sagst, dann passiert das und das? Wo ich ein Kind war, ja. Was hat er dir da angedroht? Da hat er mir gesagt, wenn ich was sage, dann müsste ich ins Heim, dann käme ich ganz weg. Hm. Und du hast niemandem etwas gesagt? Nein. Auch später, als du dann älter warst, hast du niemandem etwas gesagt? Ich habe zweimal versucht, mit meiner Mutter drüber zu reden, aber die hat nur abgeblockt. Ich verstehe es nie, wenn ich sowas höre, dass die Mütter abblocken. Was sind das für Mütter? Ne? Ja, meine beiden Schwestern sind auch von ihm vergewaltigt worden. Und für die beiden hat er 5 Jahre gekriegt, war nach 2,5 Jahren wieder draußen. Und meine Mutter hatte nur eine Sorge, was sagt die Verwandtschaft, was sagen die Nachbarn? Moment mal, der war schon verurteilt. Wie alt warst du, als er im Knast war? Da war ich 14. Und dann lässt deine Mutter, obwohl der schon wegen Kindesmissbrauchs im Knast saß, lässt ihre 16-jährige Tochter wieder zu dem Mann ziehen? Das ist ja unfassbar. Ja. Das ist ja unfassbar. Sie hatte damals auch keine große Wahl, vor allem das Jugendamt wusste auch Bescheid. Und das Jugendamt wusste Bescheid, dass du da hinziehst? Ja. Das Jugendamt wusste Bescheid, was mit dem Mann los ist? Ja. Der hat 5 Jahre im Knast gesessen? Nee, 2,5. 5 Jahre kann nicht, sonst käme es nicht hin. Immerhin, er ist dazu verurteilt worden, hast du gerade gesagt. Ja, nach 2,5 Jahren kam er wieder raus und der Rest auf Bewährung. So, das wusste das Jugendamt. Und das Jugendamt stimmt dem zu, dass du als junges Mädel dahin ziehst. Ja. Das ist ja auch wieder unglaublich. Ja. Das ist ja wieder unfassbar, ist das. Das war wirklich der Hammer. So, heute bist du 32 Jahre alt. Hast du ihn auch nochmal angezeigt? Nein.
Warum nicht? Warum nicht? Was bringt mir das jetzt noch? Für meine beiden Schwestern habe ich 5 Jahre gekriegt. Die sind viel älter als du. Ja. Mhm. Besteht die Gefahr, wie alt ist er? Oh Gott, wie alt ist er jetzt? Er ist über 60. Besteht die Gefahr, dass er an anderen Kindern sich vergreift? Nein. Es gibt niemanden im Umfeld? Nein. Keine Enkel oder irgendwas? Nein. Keine Verwandten? Mhm. Und dein Hass oder dein Zorn ist nicht so groß, dass du sagst, hier, der soll das nochmal abkriegen. Der geht jetzt nochmal in den Knast. Mein Hass ist so groß, dass ich sagen kann, läuft er mir im Dunkeln über den Weg, hat ein Messer zwischen den Rippen. Mhm. Hast du denn jetzt mittlerweile, ich glaube, du hast das gerade angedeutet, du hast dann nochmal eine Therapie gemacht in den letzten 10 Jahren? Mit für dich gutem Erfolg? Also jetzt die letzte Therapie jetzt im Januar war nicht so berauschend. Da konnte man mir nicht so helfen, weil der Arzt auch sehr wenig da war. Mhm. Das war eine Tagesklinik und ich hatte da ganze 3 Gespräche in 3 Monaten. Ja, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Heike, wie sieht das bei dir aus mit Partnerschaft? Hast du eine Beziehung? Nein. Kannst du gar nicht? Nein. Sexualität ist für dich wahrscheinlich völlig kaputt, ne? Das ist total hinüber bei mir. Mhm. Hast du überhaupt in deinem Leben mal außer mit deinem Vater, mit einem anderen Mann geschlafen? Ja, ich war verheiratet 1 Jahr. Aha. Das ist aber, ja, die Heirat, das war eigentlich nur eine Flucht von meinem Vater. Mhm. Und ich hatte danach noch eine kurze Beziehung, da ist mein Sohn rausgekommen. Ach, du hast doch ein Kind. Ich habe einen 9-jährigen Sohn, ja. Mhm. Und danach war absolut vorbei. Ich gehe davon aus, dass die Sexualität dann da nur so irgendwie stattgefunden hat, dass du gar keine Lust dabei empfunden hast, ja. Oder? Mhm. Ja. Mhm. Lebt der Sohn bei dir? Mein Sohn lebt jetzt wieder bei mir, ja. Ja. Ich habe so den Eindruck, wie du auch so sprichst, dass das alles noch überhaupt nicht ansatzweise ein bisschen therapiert ist, sage ich mal. Dass du sehr traurig bist und sehr unglücklich bist und sehr verzweifelt eigentlich bist. Hm. Ja, wenn man so etwas erlebt hat, das ist auch wieder nicht nachvollziehbar, nicht vorstellbar für jemanden, der das selbst nicht erlebt hat. Ja, eben. Das ist, wenn man da versucht, mit jemandem drüber zu sprechen, die sagen nur, ja, wieso, das kann man doch heute so wegstecken. Hm. Ja, die Leute denken auch immer, na gut, dann gehst du mal ein bisschen zum Psychologen und dann ist gut, ne? Ja. Aber so ist es eben nicht, wenn man so eine Verletzung und so ein Leid hat wegstecken müssen über so viele Jahre. Lebt der jetzt noch in deiner Umgebung? Nein, der lebt irgendwo oben in Ostfriesland. Ach so, das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass der dir in der Stadt irgendwo über den Weg läuft, oder? Nee, zum Glück nicht mehr. Mhm. Ist das ganz vom Tisch, die Sache mit der Anzeige? Ich weiß es nicht genau. Also ich habe mich letztes Jahr mal erkundigt und da hieß es, es wäre zu spät für eine Anzeige. Nein, das ist nicht so spät. Nee. Aber weißt du, was ich viel wichtiger finde, Heike? Wichtiger ist bei allem meinem Wünschen, dass dieser Mann noch mal ins Gefängnis kommt und dass dem das Leben wirklich richtig schwer gemacht wird, finde ich, das Allerwichtigste ist, dass dein Leben leichter gemacht wird. Ja. Dass es dir besser geht. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Und dann kommt die Entscheidung, soll ich das nochmal machen? Soll ich mich auch in diese Mühlen der Justiz da begeben oder nicht? Hm. Ich möchte, dass du jetzt richtig von meiner Psychologin beraten wirst, weil ich finde, dass du eine richtig gute psychologische Betreuung brauchst in der nächsten Zeit. Mhm. Aber so richtig und nicht nur 3-mal im Monat oder was das da gerade war. Ja. Für dich und auch für deinen Sohn. Es ist sehr wichtig. Ja, sehr wichtig, weil natürlich kriegt der Sohn mit, wenn mit der Mama was nicht in Ordnung ist und wenn die Mama traurig ist und wenn die Seele finster ist von der Mutter. Ja. Und es überträgt sich auf das Kind. Ja, deswegen. Mhm. Das möchte ich nicht so gern, dass er dann noch was von mitbekommt. Ja. Hast du darüber nachgedacht, ob du ihm das irgendwann mal erzählst, was da passiert? Nein, er wird da nichts von erfahren. Mhm. Weiß er, dass es einen Opa gibt? Ja, er weiß es. Er weiß auch, dass der Opa ziemlich weit weg wohnt und Mama nicht genau weiß, wo und auch keine Telefonnummer hat. Mhm. Ist der Junge so dein einziges großes Glück in deinem Leben? Ja. Ja, das glaube ich. Was dich auch im Leben richtig hält. Richtig. Mhm. Und man kann sagen, Gott sei Dank ist das Kind da. Ja, also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich meinen Sohn nicht hätte. Mhm. Liebe Heike, du legst auf und meine nette Psychologin, Kollegin Elke ruft dich an. Okay. Und dann gucken wir weiter. Ja. Alles Liebe von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
Hier ist Nicole und Nicole ist 21. Hallo. Ja, hallo. Hallo Nicole. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ich habe vor ein paar Wochen einen Anruf von meinem Vater gekriegt. Der möchte mich gerne sehen, aber ich habe den von Kind auf an, also ich habe keine Erinnerung an ihn oder so. Bist du bei deiner Mutter aufgewachsen? Nein, bei Pflegeeltern. Ach, bei Pflegeeltern. Achso. Ja. Und jetzt kam vor ein paar Wochen ein Anruf von deinem Vater? Ja, ja, genau. Der möchte mich gerne sehen. Wie hat er dich denn gefunden? Meine Oma hat ihm die Nummer weitergegeben. Und das fand ich dann auch schon nicht so toll. Das heißt, da warst du der Oma gar nicht so dankbar, sondern warst du ein bisschen sauer auf die Oma? Ja, auf jeden Fall. Klar, richtig, finde ich auch. Da hätte sie dich erstmal fragen müssen, ob du das möchtest. So, jetzt ruft er bei dir an und sagt, hallo, hier ist dein Vater. Wie reagiert man denn darauf dann? Ängstlich. So, ja. Weil ich habe ihn halt nicht gesehen, weil er halt im Knast war 15 Jahre lang. Ach so. Wegen so einer Sache, was die davor hatte, halt. Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch. Ja, genau. Mein Vater hat das gemacht halt. Und ein paar anderen Sachen so. Wann bist du adoptiert worden? Ich bin gar nicht adoptiert worden. Bei Pflegeeltern aufgewachsen? Ja, ja. In welchem Alter bist du weg von der Familie? Da war ich ein Jahr alt. Ein Jahr. Ja. Kann man ja fast sagen, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du zu deiner Mutter auch keinen Kontakt? Meine Mutter hat sich vor ein paar Monaten umgebracht. Da habe ich auch bei euch angerufen, aber da habe ich mit eurer Psychologin schon gesprochen. Ja. Also hattest du zu der Mutter Kontakt? Ja. Ja. Mhm. Meine Mutter hat mir auch ganz viel über meinen Vater erzählt und so. Und deswegen. Schlechtes erzählt wahrscheinlich. Kritisches. Auf jeden Fall. Mhm. Weil meine Mutter damals wegen ihn ja auch in den Knast gekommen ist, weil meine Mutter halt zu ihm Wache stehen musste. Ach du lieber Gott. So, ja. Also deine Mutter hat quasi den Missbrauch, die Vergewaltigung mit zu verantworten gehabt. Ja. Mhm. Also war schon ziemlich am Ende, weil auch mein Vater meine Schwester halt auch umgebracht hat und vergewaltigt hat. Und dafür hat er halt 15 Jahre nur gekriegt. Also ich finde es nicht gut. Er hat deine Schwester, eine Schwester? Ja. Umgebracht? Ja. War von meinem Bruder die Zwillingsschwester. Wie alt war das Kind, als er das gemacht hat? Die war 7. Er hat sie umgebracht und sexuell missbraucht? Ja. Und hat dafür nur 15 Jahre bekommen? Mhm. Was ja für unsere Verhältnisse schon viel ist hier in Deutschland. Ja. Aber ich sage auch nur. Ja. Ja. Mhm. Ich auch so. Hat deine Mutter, während er im Knast war, Kontakt mit ihm gehabt? Nein, die haben sich sofort getrennt. Mhm. Weil sonst hätte meine Mutter auch kein Besuchsrecht für uns gekriegt. So durften wir sie wenigstens im Knast besuchen und so. Sag mal, deine Mutter hat Wache geschoben, während dein Vater, deine Schwester oder auch andere Kinder? Ja, und Frauen und so. Also es gab viele Fälle? Ja, nicht nur ein, mehrere. Mit Bank über Raub und halt so eine Scheiße haben die damals gemacht. Zu was ist deine Mutter verurteilt worden? Nur 10 Jahre. Mhm. Die hat nur 10 Jahre gekriegt. Und dann musste sie zwischendurch, weil sie irgendwie Bewährungsauflagen nicht erfüllt hat, und dann musste sie nochmal hin. Wie war denn dein Verhältnis zum Schluss zu deiner Mutter? Da hatten wir gerade super Kontakt gehabt. Also ich habe sie einen Tag vorher noch gesehen. Bevor sie sich umgebracht hat? Ja, den nächsten Tag war sie halt, war sie erst im Koma und dann habe ich sie halt immer besucht. Ja. So. Du sagst, du bist bei Pflegeeltern aufgewachsen. Hast du es denn da wenigstens gut gehabt? Nein. Auch nicht? Ich habe auch dasselbe mitgemacht. Du hast dasselbe auch noch mitgemacht bei den Pflegeeltern? Das ist ja unfassbar alles. Ja. Also ich habe vier Pflegeeltern gehabt jetzt zum Schluss. Also aus der ersten, da war ich 16, da bin ich abgehauen so halt und habe auch ein Kind von diesen Typen. Hm. So. Nur dieses Kind habe ich dann sofort zur Adoption freigegeben, weil dieses Gesicht kann ich nicht sehen. Und du lebst, ich denke gerade, das ist manchmal wirklich ganz seltsam im Leben, dass Menschen, die schon viel Unglück haben, werden dann noch mehr und immer wieder ins Unglück reingesogen. Das ist ja in deinem Fall jetzt so. Ja. Das ist ja schon unglaublich schlimm, was du von deinen Eltern erzählt hast. Und dann passiert dir dann auch nochmal dasselbe.
dass man da steht und denkt, mein Gott, was? Warte was? Mal ganz kurz, ja, ich muss mal kurz raus wegen meinem Hamster, der macht gerade Randale. So. der Hamster von Nicole macht Randale. Ich sag, der Hamster macht Randale. Ja, genau. Das kriegst du aber in den Griff im Moment. Ja, ja, auf jeden Fall. Lebst du alleine jetzt? Ich wohne alleine, ja. So, ja. Jetzt kommen wir auf den Grund des Anrufes zurück. Jetzt hat der Vater, wie lange ist der jetzt aus dem Knast raus? 5 Jahre. 5 Jahre und hat sich jetzt bei dir gemeldet? Ja. Will dich treffen? Warum will er dich treffen? Ja, weil er mich halt kennenlernen will und so. Und ich weiß nicht, vielleicht versucht er auch, sich einzuschleimen oder versuchen, das wieder gut zu machen, was er damals falsch gemacht hat. Hat er dir irgendwann mal aus dem Knast einen Brief geschrieben zum Beispiel? Nein, gar nicht. Der durfte gar nicht. Ja. Der durfte noch nicht mal 100 Meter in unsere Nähe kommen. Ja, also du hast komplett die ganze Zeit nie irgendetwas von dem Vater gehört? Ja, ich weiß zwar, dass es öfters versucht hat, aber das Jugendamt hat das untersagt, sonst wäre er wieder in den Knast gekommen. Wie ist dein Gefühl zu diesem Vater, den du gar nicht kennengelernt hast, aber du hast ja ein Bild von dem. Wir haben jetzt alle schon ein grobes Bild von ihm. Was hast du für ein Gefühl, was für ein Bild von ihm? Ja, ich weiß es nicht. Also ich denke mal, vielleicht hat er sich geändert, aber ich traue ihm nicht so ganz. So, weil er hatte das gesagt, dass er sich jetzt geändert hat und so. Und ich habe ja jetzt noch eine Schwester gekriegt und die sollte ich doch dann auch mal kennenlernen und dann. Es gibt da noch eine Schwester? Ja. Eine Schwester von dir? Jetzt 4, ja. Achso, aus einer neuen Verbindung heraus. Ja. Vorher hat sich mit der Frau zusammen. Aber er hat deine Schwester umgebracht. Ja. Dafür hasse ich ihn auch. Also, ich habe eher Hass als alles andere, aber ich möchte gern wissen, warum er das gemacht hat, ich möchte einfach den Grund wissen, warum und wieso und weshalb und was ihn dazu getrieben hat und was er in der Zeit gefühlt hat und so. Und fühlst du dich denn da stark genug zu Nicole, so eine Konfrontation, dass dieser Typ dir gegenüber sitzt, der so viel Leid verursacht hat, in deiner Familie, überhaupt bei Menschen? Das ist ja die wichtigste Frage. Eigentlich würde ich ja sagen, lass es sein, geh gar nicht auf den Anruf ein. Aber du sagst, ich will dem gegenüber sitzen vielleicht und will wissen und will die Frage warum stellen. Ja, warum er damals das gemacht hat. Aber fühlst du dich dafür stabil und stark genug? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn es denn schlecht geht oder so. Ich bin ja Borderlinerin und ich könnte dann mich ritzen oder versuchen, die Pulsadern aufschneiden oder was weiß ich. Weißt du was, ich glaube, Nicole, das Kluge, der hat vor ein paar Wochen, hast du angerufen. Ja. Ne? Jetzt sind so viele Jahre vergangen. Jetzt kommt es auf, ich sag mal, ein Jahr oder 2 Jahre auch nicht mehr an. Du bist erst 21. Ja. Bist du auch in einer Therapie zurzeit? Ich mache jetzt, also ich habe aufgrund eurer Therapeutin da jetzt nochmal in der Traumatherapie nachgefragt und dann werde ich den nächsten Anruf von denen kriegen und dann kann ich dahin. So, und dann mache ich dir jetzt einen Vorschlag. Wenn du diese Therapie anfängst, besprich dieses ganz ausführlich mit deinem Therapeuten. Ich weiß, dass man dazu zu diesen Tätern keinen Kontakt haben darf. Also mein Vater ist ja auch so kein guter Kontakt. Also man muss guten Kontakt haben. So. Das haben die mir alles erzählt. Dennoch, bevor du das jetzt von dir aus alleine entscheidest, würde ich erstmal abwarten. Das muss jetzt nicht über den Zaun gebrochen werden. Das muss jetzt nicht schnell gemacht werden. Abwarten. Wenn du einen guten Therapeuten hast, dennoch mit dem drüber sprechen, ausführlich sprechen. Der wird dich kennenlernen, der kann dich einschätzen. Der kann auch sagen, ob dich das zu sehr destabilisiert und so weiter. Also mein Rat wäre, zuerst jetzt nicht darauf eingehen. Und wenn er dich bedrängen will, dann zieh eine klare Linie und sage nein. Sage ihm, du wirst irgendwann entscheiden, ob du es möchtest oder nicht und er soll dich bis dahin in Ruhe lassen. Das wäre mein Ratschlag, mein Tipp an dich. Ja. Wann wird es sein, dass du diese Therapie bekommst? Weil
Ich warte nur noch auf den Anruf, dann kann ich von heute auf morgen dahin. Das ist wunderbar, das finde ich gut. Und da hoffe ich, dass du an eine gute Person gerätst. Und dann kannst du es da mit der Person besprechen. Okay? Okay. Alles Gute, Nicole. Dann danke ich dir. Auf Wiedersehen. Und nochmal danke für dein Autogramm. Ne? Ja, gar nicht schön. Okay. Tschüss, Nicole. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050 und weiter geht es mit der Annika. Annika, 20 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Annika. Um was geht's bei dir? Also folgendes, ich habe mittlerweile ein ziemliches Problem. Und zwar, ich habe seit August mehr oder weniger ein Verhältnis mit meinem Nachbarn. Also das heißt, man trifft sich ab und zu, man redet miteinander. Das heißt nicht gleich, dass da irgendwas passiert. Ja. Aber zwischendrin kommt es halt mal vor, dass was passiert. Grundfrage ist jetzt erstmal, bist du Single? Ja, ich bin Single. Ist er auch Single? Nein. Nein. Sonst wäre es ja völlig unkompliziert. Ja, so ganz unkompliziert wäre es aber auch nicht. Denn das Problem ist, uns trennen 22 Jahre. Na ja, gut. Ich meine, gut, wo halt die Liebe hinfällt, okay. Sie haben eine schlechte Leitung. Eine sehr schlechte Leitung. Geh mal näher ans Fenster. Du telefonierst über Handy, ne? Genau, ich bin aber am Fenster. Ja, also ja, wir versuchen es weiter. Also ist ein, so schlecht? Ja, sehr schlechte Leitung. 22 Jahre alt. 22 Jahre älter als du. Genau. Ja, und verheiratet. Nicht verheiratet, geschieden. Ja. Hat aber seit Januar oder Februar eine Freundin. Achso, und die wohnt da auch mit in der Wohnung? Nee, die wohnt wo ganz anders. Achso. Was ist das jetzt für ein Verhältnis, was du hast zwischen... Oh, das ist aber sehr nervig für mich. Mit der Leitung. Was ist das für ein Verhältnis? Wie oft kommt das vor? Unregelmäßig. Also man kann nicht sagen, man trifft sich, man schläft miteinander und dann hat sich das. Nein, im Gegenteil. Man trifft sich, man redet über Gott und die Welt. Mhm. Und dann kann es halt auch mal vorkommen, dass man miteinander schläft. Ja. Bist du verliebt in den? Oh ja. Ist er in dich auch verliebt? Nein. Nein? Soweit ich weiß nicht. Er wollte mir eigentlich nur zeigen, nach was ich suchen soll. So. Mehr oder weniger. Na, das ist aber ein netter Nachbar. Der will dir zeigen, nach was du suchen sollst und geht dafür mit dir in die Kiste, oder wie? Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und ich hab halt das Problem, was ist das denn für ein blöder Spruch? Er will dir zeigen, wonach du suchen sollst? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich irgendwie nie verstanden. Das verstehe ich auch nicht. Ich meine... Ein dummer Mackerspruch, würde ich mal sagen. Irgendwo schon. Er bezeichnet sich immer als sehr sensibel und empfängt alle möglichen Schwingungen und... Ach so. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich komme mir da irgendwo ein bisschen blöd vor. Und ich habe ihm, glaube ich, vor 2-3 Monaten zwar nur per SMS geschrieben, dass ich ihn liebe und dass es für mich nicht nur Spaß ist, also dass für mich schon mehr dahinter steckt. Mhm. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, erstens weiß er nicht, was er will. Mhm. Und zweitens glaubt er mir das nicht wirklich. Gut, aber entscheidend ist ja, du hast ja gerade direkt spontan zu mir gesagt, nee, der liebt mich nicht, der hat das und das zu mir gesagt. Ja, irgendwo liebt er mich ja nicht, aber irgendwo, ich weiß es nicht. Ja, also wenn man jemandem sowas sagt, zeigt das eigentlich wirklich, dass man nicht sehr interessiert ist an der Person. Wirklich, dann ist das einfach nur ein sexueller Spaß oder einfach ein Spaß, den er hat mit dir. Ich bin völlig irritiert mit der Leitung, muss ich zwischendurch nochmal sagen. Wir können auch nicht so ganz lange reden, Annika. Ich habe immer so ein Kratzen im Ohr. Hörst du mich jetzt besser? Ja, ich glaube, das regeln wir jetzt nicht mehr. Ich meine, letztendlich ist in so einem Fall immer entscheidend die letztendliche Aussage des Gegenüber. Wenn der sagt, nein, ich bin nicht verliebt, ich will kein Leben, ich stelle mir kein Leben mit dir vor, dann muss man da zurückgehen. Das Problem ist, er sagt das ja nicht wirklich. Dann frag ihn. Aber er hat doch sowas Klares schon zu dir gesagt. Er will dir nur zeigen, was du suchen sollst. Also was willst du denn noch hören? Ja, aber er sagt einerseits, ja, momentan Beziehung ist nicht. Aber im nächsten Moment sagt er wieder, ja, vielleicht irgendwann mal, ja. Aber Annika, Annika, das ist doch eine klare Hinhaltetaktik. Aber das ist genau so, hält man jemanden so ein bisschen bei der Stange, weil man das angenehm findet, denjenigen zu haben, aber man ist nicht konsequent. Das sagt mir der Kopf auch. Mein Kopf sagt mir auch, lass die Finger davon, was willst du damit? Aber mein Herz sagt das nicht. Das Problem ist, er ist der Mensch, der mir in den letzten 5 Jahren gut getan hat, wo ich gesagt habe, ich konnte mich mal öffnen. Mhm. Aber der wird dir auf Dauer nicht gut tun, wenn das so weiterläuft. Und irgendwann muss das so stark sein, dass der Kopf dann das Herz auch überzeugt.
vielleicht ist es bei euch noch nicht so weit, aber so wie du mir das jetzt geschildert hast, würde ich sagen, geh ins irgendwie geht auf Abstand zu diesem Mann. Ja, aber wie soll ich denn das machen? Verrat mir mal bitte, wie ich das machen soll, dann mache ich das sofort. Ja. Indem man irgendwann einfach Nein sagt und sich auch nicht mehr trifft. So einfach ist das. Domian, ich kann es nicht. Doch, irgendwann kannst du es auch. Dann geht es dir noch nicht schlecht genug. Dann geht es dir noch nicht schlecht genug. Dann musst du noch mehr von ihm hören, noch viel mehr Negatives von ihm hören. Annika, ich muss das abbrechen, weil ich kann das nicht so... Vielleicht hört man das auf dem Sender nicht so sehr, aber auf meinem Kopfhörer ist es ganz fast unerträglich. Wir versuchen dich gleich nochmal zu erreichen, okay? Alles klar. Okay. Ah, diese schlechten Handyverbindungen. Mann, hoffentlich ist die nächste Verbindung besser. Tom, 20 Jahre alt, hallo. Ja, hi Domian. Schön, sehr schön. Ganz klar. Ach, Domian, ich habe ein riesenfettes Problem und irgendwie ist es voll schwierig für mich, darüber zu reden. Ich kann so gut wie keinen Sex haben. Du kannst so gut wie keinen Sex haben? Nein, irgendwie nicht. Mich ekelt vor meinem eigenen Körper so krass oder so stark, dass ich mir total schwer tue, Sex zu haben. Das heißt, du hast auch keinen, du befriedigst dich auch nicht selbst? Doch, das tue ich schon, aber nur dann, wenn ich mich nicht sehe. Also entweder, wenn es dunkel ist oder ansonsten Decke drüber oder so, ansonsten geht gar nichts. Warum ekelst du dich vor deinem eigenen Körper so sehr? Ich habe Übergewicht, aber ich denke nicht, dass das der einzigste Grund ist. Ich weiß es nicht. Wie viel wiegst du? 125 Kilo, 1,87 groß. Ja, ist schon stattlich, ne? Ja. Kann man sagen, ja. Schon, ja. Doch, das aus. Immer schon so, die letzten Jahre? Ja, schon immer. Ja. Ja. Also das ist der erste Punkt, wo du sagen würdest, deshalb mag ich mich nicht so gerne. Was ist denn noch alles an mir? Mir gefällt nichts an mir. Was gefällt dir denn noch, außer der Fülle jetzt, noch besonders nicht gut? Mir gefällt wirklich alles nichts gut. Ich gefalle mir einzig und allein, wenn ich abends angezogen weggehe. Also ich style mich immer und bin gerichtet und so, dann gefalle ich mir. Mhm. Und dann finde ich mich auch sexy. Und dann lerne ich einen Mann kennen wie vorgestern, ja. Und dann küsse ich mit dem und es ist wunderschön. Und das Schönste für mich wäre, mit dem einfach auch mehr zu haben, ja. Mhm. Und in dem Moment, wo er mich berührt, auch wenn ich noch Klamotten anhab, gehen bei mir alle Lichtschalter aus. Dann muss ich türmen, dann muss ich weg. Das ist aber was ganz anderes. Das ist der Moment, wo er dich anfasst. Meine Frage war ja, warum du dich an deinem Körper so unangenehm findest oder so selbst so unattraktiv findest. Ich weiß es nicht, das ist mein Problem. Ich finde einfach alles an mir hässlich, alles. Ist es objektiv hässlich? Schwierige Frage. Na gut, du hast heute, du kriegst Rückmeldungen von außen. Ja gut, also du kannst es ja selbst beurteilen. Ich bin keine absolute Megaschönheit, ja, aber hässlich bin ich nicht, nein, das auf keinen Fall. Ja. Also hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber... Nee, das ist schon okay, wenn man das so sagt. Das finde ich schon okay. Genau. Ja. Aber, und wenn es dann, also ich war bis vor 3 Monaten mit meinem Ex-Freund zusammen, 4 Monate, habe mit dem zusammengelebt und so. Ja, aber und wie war es da? Ach, furchtbar, schrecklich, einfach nur schrecklich. Ja, aber was heißt das denn? Wir hatten Sex miteinander, ja, das hatten wir schon. Aber er hat mir auch immer das Gefühl gegeben, hey, ich mag dich vom Charakter her, aber vom Körper gefällst du mir nicht. Und ich war mit ihm im Bett und meine einzigste Sorge galt immer nur, oh, sieht er jetzt was von mir, sieht er mich, langt er an die falschen Stellen, fasst er irgendwo hin, wo es mir nicht passt, wo... Mhm. Furchtbar, ich will einfach mal, ich habe einfach auch Bock auf Sex, ja, ich will einfach mal ganz... Wie wär's denn ganz einfach mal mit... etwas abnehmen, mit einer Abmagerungskur, dass du das Problem schon mal vom Tisch hast. Ich gehe davon aus, so wie du mir jetzt erscheinst, dass natürlich diese 125 Kilo dir schon sehr auf der Seele liegen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, 40 Kilo runter hättest, sähe die Sache vielleicht schon ganz anders aus. Aber weißt du, das war jetzt vor 2 Tagen wieder so mit diesem Typ, ja, und dann verschanze ich mich wieder total hinters Essen. Dann bin ich depri und kriege die Krise und dann esse ich noch mehr. Also es bewirkt bei mir immer das Gegenteil. So. Also das heißt, irgendwas muss man tun. Ne? Nur mit rumjammern ist ganz nichts klar. getan. Aber ich glaube einfach nicht, dass es auch am Gewicht allein liegt. Nee, aber das kann man ja, Moment, aber das kann man ja schon mal, das könnte ja schon ein erhebliches Problem sein. Wenn das schon mal gelöst würde oder angegangen würde. Das heißt, das Ganze ist ja auch verbunden mit einem Erfolgserlebnis, wenn du es schaffst. Ja, klar, ganz klar. So. Und dann müsste man weiterreden. Das ist aber der allererste Schritt. Und den musst du angehen. Das ist eine Frage der Willensstärke. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Hast du das denn schon mehrfach mal versucht, abzunehmen? Natürlich habe ich es versucht, ganz klar. Ja. Und ich habe dann 15 Kilo abgenommen oder 20 Kilo schon abgenommen, ja. Dann habe ich wieder jemand kennengelernt und das war für mich dann immer das gleiche Problem wieder, ja. Dann habe ich wieder meinen Rückzieher gemacht und mir ist dann wieder angefressen.
um es jetzt mal wirklich derb auszudrücken, aber so war es immer. Mhm. Also ich, ja, und verstehst, ich kann es dann einfach auch nicht ertragen, wenn mich jemand berührt. Es ist für mich, es ist für mich furchtbar. Es ist, es sträuben sich alle Haare in mir und, und ich könnte ausflippen. Ja. Also ich finde, dass dieses Übergewicht erstmal in den Griff gekriegt werden sollte. Mhm. Wenn du das im Griff hast, telefonieren wir beide nochmal. Und das wäre ganz schön, wenn wir so, sagen wir mal, im Oktober telefonieren könnten. Okay. Bis dahin sollten schon einige Funde runter sein. Mhm. Und dann gehen wir die andere Problematik an. Ich könnte aber fast garantieren, dass die andere Problematik schon ein bisschen, viel weniger geworden ist. Mhm. Sollen wir mal so verbleiben? Okay, super. Im Oktober telefonieren wir. Okay, super. Alles Gute. Danke. Toi, toi, toi. Viel Erfolg. Tschüss. Ciao. Karin, 19 Jahre alt. Hallo, Karin. Ja, hallo. Hallo, Karin. Mein Problem ist, ich bin schwanger. Ist das ein Problem? Ja, das ist ein Problem. Warum? Weil ich gerade mal 19 bin und bestimmte Vorstellungen eigentlich vom Leben hatte und auch bestimmte Sachen, zum Beispiel wie Vergangenheit, nicht gerade positiv hatte und das halt ziemlich viel da aufeinander trifft und ich nicht gerade denke, in der Lage zu sein, irgendwie so ein Kind auszutragen. Ja, wer ist der Vater? Ist es dein Freund oder? Ja. Es ist dein Freund? Ja. Also nicht irgendeine Affäre? Nein, es ist mein Freund. Ja, du sagst das so ein bisschen verhalten? Weil ich weiß nicht, das stimmt zwischen uns beiden nicht. Es ist viel vorgefallen. Er hat mir sehr weh getan. Er tut mir auch heute noch sehr weh und manchmal habe ich das Gefühl, das klappt einfach nicht zwischen uns. Und denn die Angst, dass dein Kind ist, wo der mich immer wieder festhalten kann, mit wo der immer wieder sagen kann, hey, du hast ein Kind von mir, weißt du. Wie lange seid ihr zusammen? Also wir waren insgesamt, alles zusammengerechnet, vielleicht 2 Jahre jetzt. Aber ihr seid immer noch zusammen? Wir waren oft getrennt und jetzt sind wir wieder zusammen seit, oh Gott, seit vielleicht Februar oder was ich war. Weiß er davon, dass du schwanger bist? Ja, er weiß. In wievielten Monat bist du schwanger oder in welcher Woche? Ich bin in der 11. Woche. In der 11. Woche. Also schon fast 12. Hast du die ganze Zeit darüber nachgedacht, soll ich abtreiben, soll ich nicht abtreiben? Ja, ich weiß, es ist eigentlich schon relativ früh und dadurch, dass ich halt ein Mensch bin, der ganz dolle Entscheidungsprobleme hat und der so nach Momenten geht, nach Situationen, ob die positiv, negativ sind, so entscheide ich denn auch. Und dann im einen Moment habe ich das Gefühl, ich komme wirklich gut damit zurecht oder ich kann es. Ich kann ein Kind austragen und das klappt und ich habe die Verantwortung. Und dann braucht nur eine kleine Sache zu kommen und ich habe Angst und ich kriege Panik und ich will es nicht. Und ich habe heimlich einen Termin zur Abtreibung irgendwie gemacht, also nur erst zum Vorgespräch. Ja. Aber ich kann es auf der einen Seite nicht, weil ich so an Gott glaube. Und da gerate ich dann in Panik, wenn ich dann denke, ich komme in die Hölle dafür, irgendwie weil ich das Kind abgetrieben habe dann. Was machst du beruflich? Ich, wenn ich Glück habe, habe ich mein Abitur und wenn ich Pech habe, dann habe ich nicht mein Abitur. Ja. Du lass mal die Höllendrohung mal zur Seite. Jetzt fängt leider unsere Schlussmusik an. Dennoch möchte ich dir die Frage noch stellen. Würdest du denn sagen, dass dein Herz eher zu diesem Kind schlägt oder würdest du sagen, dass das Herz in die Richtung schlägt, ich möchte mein eigenes Leben jetzt erstmal leben? Das ist eine gute Frage, wenn ich die wüsste. Dann würde ich wahrscheinlich eine Entscheidung haben. Ja, ja. Jetzt ist dummerweise die Sendung gleich vorbei, Karin. Ich möchte dich aber nicht alleine lassen. Das bedeutet, du legst jetzt auf und wir rufen gleich nochmal an und beraten dann weiter. Wirklich? Ja, natürlich. Wirklich, fragen die Leute, aber sicher, na klar. Ja, du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, danke. Okay, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Gudrun Hausen, Corinna Mindermann, Vivian Merchak, Florian Jocham und Elke Büchter. Ich wünsche euch jetzt ein gutes Wochenende und ein schönes Wochenende. Und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wieder dann mit einer freien Themensendung. Ja, bis dahin alles Gute und wir sehen und hören uns wieder am Montag. Bis dahin, tschüss.
2 Uhr, Sie hören Nachrichten vom SWR, New York. Die USA und Großbritannien haben den Entwurf zu ihrer Irak-Resolution verändert.